Back from the dead. Montag, der 4. März 2019. Willkommen zur neuen Episode des Fortnite Daily Shops und gegrüßt am Anfang erstmal Walröschen, Melonzocker, Let's Mirko und Monkey. Und ich würde sagen, wir schauen mal direkt rein in den Item Shop, denn wir haben was Neues drin. Also, Item Shop aktualisiert sich. Hier haben wir es einmal an der linken Seite angefangen von gestern, wo alle drüber gesprochen haben. Das Nvidia Bundle ist drin und für 1200 V-Bucks sehen wir hier einmal den Reflex Skin. Die weibliche Version ist Instinct für 1200 V-Bucks. Dann haben wir passend dazu noch die Angular X für 500 V-Bucks. Ziemlich leise, habe ich gestern auch schon gesagt. Eigentlich ein ziemlich geiles Tool, muss man sagen. Und Pivot, das ist der Gleiter für 800 V-Bucks. Dann kommen wir zum nächsten und da haben wir jetzt Overtaker wieder am Start. Übrigens ein richtig geiles Set, wie ich sagen muss. Vanishing Point Set ist schon geil. Diese weißen Motorradfahrer feiere ich irgendwie. Sind coole Skins. Zuletzt vor 38 Tagen im Shop gewesen. Genauso wie die weibliche Version, die ich mir damals gegönnt habe. 1500 V-Bucks. Passend dazu White Squall, 1200 V-Bucks. Absolut nice, dieses Motorrad hier, diese fliegende Gleiter. Und das war's auch schon mit den Featured. Kommen wir zu den Dailies, da haben wir Insight. Ja, so ein bisschen angelehnt irgendwie, ich weiß nicht, also da gibt's ja auch nochmal eine andere Version. Sieht ein bisschen ähnlich aus wie diese ganzen Skins. Es gibt so viele Skins, die alle so ein bisschen ähnlich aussehen, außer dass der jetzt hier oben so eine Art Tarnung drauf hat, 1200 V-Bucks. Alle so mit Nachtsichtgeräten oder so Militärstyle und so, da gibt's einige von. Vielleicht sehen wir ja in der nächsten Zeit von Epic irgendwie mal, was in der Season passieren, in der Storyline, was da irgendwie dran anknüpft. 33 Tage her, dass der zum letzten Mal drin war. Wir haben Libre drin für 800. Der war zuletzt vor 25 Tagen drin. Für alle die, die den Raven-Gleiter nicht so mochten, trotzdem aber gerne was hätten mit Flügeln, können hier zuschlagen mit roten Flügeln. Sieht das auch ziemlich nice aus, muss man sagen. Dann haben wir die X drin sozusagen vom AIM-Skin. Das war ja auch ziemlich bedeutend, muss man sagen. Das war das erste Mal, dass sozusagen ein Skin, den man durch die ganzen Season-Challenges freischaltet, dann irgendwie nochmal einen Zusatztool bekommt. 800 V-Bucks. Der Schwung hört sich schon crazy an. 55 Tage her, dass das zuletzt drin war. Dann haben wir Dominator am Start. Vor 36 Tagen das letzte Mal im Shop gewesen. Kein typischer 800er Skin, muss ich sagen. Trotzdem fällt das in die Kategorie. Und dann haben wir noch zwei Emotes. Zum einen Twist. Zuletzt vor 45 Tagen im Shop gewesen. Für 500 V-Bucks. Und dann haben wir was komplett Neues. Und zwar Fandangle für 500. Ist irgendwie nice. Also irgendwie feiere ich das, muss ich schon sagen. Also, neuer Emote am Start. Ich würde sagen, heute auch mein Highlight geht raus an Fandangle. Ja, schreibt doch gerne mal in die Kommentare, was euer Highlight ist und was ihr auch dem Shop geben würdet. Ich gebe dem Shop heute mal eine 6 von 10. Wie gesagt, schreibt gerne mal rein, was euer Highlight ist und was ihr im Shop geben würdet und vor allem, was ihr von diesem ganzen Nvidia-Bundle handelt. Für alle die, die gestern das Video noch nicht gesehen haben und auch ihre Meinung nicht reinschreiben konntet, schreibt gerne mal unten rein, was ihr davon haltet und ob ihr auch glaubt, dass demnächst auch andere Promo-Aktionen sozusagen, sobald die Zeit abgelaufen ist der Promo-Aktion, reinkommen in den Shop. Denn ab dem 7. diesen Monats, also ab dem 7. März, ist die Promo-Aktion für den Galaxy-Skin, den man damals bekommen hat mit dem Note und mit dem Tablet von Samsung, abgelaufen. Könnte heißen, dass wir sowas eventuell bald auch im Shop sehen werden. Einige wird es freuen, einige werden es hassen. Könnt ihr mal gerne eure Kommentare hinterlassen. Und wie immer, wenn ihr das Video cool fandet, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Sub da. Unterstützt mich gerne mit dem Creator-Code, wenn Snipes. Dann hören wir uns morgen zur neuen Episode. Also bis dahin. Ciao, ciao.